Glaubst du nicht? Mal sehen. Blizzard wird jetzt zur Gamescom, weiß ich nicht, bringen die wieder Diablo mit, aber das ist das ja schon lange erschienen. Ja, den glaube ich nicht. Mr. Pandaria. Mr. Pandaria will die mitbringen, wahrscheinlich das neue Starcraft dann. Ja, stimmt. Und vielleicht äußern sie sich mal zu Titan. Wobei, das werden sie wahrscheinlich dann auf der BlizzCon machen. Das wollte ich gerade sagen, wenn sie auf ihre eigene Messe machen. Ja. Oh ja. So ist das. Boah, meine Meisterin ist ja richtig hot. Alter Vater. Ja, Kenny keult sich nämlich mal auf seine Spielfiguren. Oh ja. Also bei den Lippen ist das gar kein Problem. Ich habe letztens Pickdump gesehen, oder ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Da hatten auf jeden Fall Feuerwehrmänner ein T-Shirt an, wo drauf stand Feuerwehr. Wir öffnen jede Spalte. Ja, ist gut. Oh ja, das fand ich auch ziemlich lustig. Jo, eine Angelrute. Level 6. GZ. Na, das brauchen wir jetzt gerade alles nicht hier. Komm, weg damit. Gute Reise. Gucken wir mal doch an, was macht eigentlich hier der Rest der Gilde? Level 85, Level 85, Level 85. Okay, war irgendwie klar. Die alle Level 85 ja, sind. Ah, 0 Uhr 2, wie ihr selber sehen könnt. So, jetzt könnt ihr mal sehen, wie hier oben mal ein Datum. Wie weit wir mal. Oh, interessant. Achso, das ist der Red Kalender, Leute. Ich wollte sagen, coole Events. Die machen jetzt noch ICC. Das ist so eine gute Zeit. Kann sein, auf Hero. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier den 24. April. Damit ihr mal wisst, wie lange wir doch dann teilweise voraufnehmen, auch müssen, damit wir euch den ganzen Stuff auf einmal bieten können. Weil wir können ja nicht jeden Tag 15 Minuten von jeder Folge spielen. So wie Hardy. So wie Hardy das bei manchen Spielen macht, die er ziemlich geil findet, nach eigener Aussage. Ziemlich geil. Oh ja. Yeah. Das macht ja richtig Spaß. Ich bin ja gespannt, wann Bioshock 2 kommt. Ja, ich frag mich auch, also wenn ihr das jetzt hört und Bioshock 2 sollte noch nicht veröffentlicht worden sein, dann wisst, irgendwann kommt vielleicht Bioshock 2. Und wenn nicht. Ja, gesagt, macht er sowieso, da hat er sich jetzt so verdammt, ja. Ja, aber die Frage ist halt, also wir können euch dann selbst, wenn das bis zum Veröffentlichen dieser Folge noch nicht geschehen ist, dann können wir euch auch nicht sagen, wann es passiert. Also bei God of War kann ich wenigstens guten Gewissens sagen, ich spiele alle Teile, weißt du, aber was Hardy sich da eingebrockt hat. Ja, ich habe God of War 1 habe ich sogar auch gespielt. Damals. What? Das hört keine Passe auf der PlayStation 2. Ja. Ne, sogar auf der PlayStation 3. Kiwi, damals bei Kiwi haben wir das in einer Nacht durchgespielt, weil ich das unbedingt mal sehen wollte. Dann haben wir das direkt durchgesuchtet. Aber das ist auch ein ziemlich geiles Spiel. Falls ihr auch so ein geiles Spiel sehen wollt, einfach auf unseren Kanal klicken, dann guckt ihr euch natürlich einfach Christians Let's Play an. Wer am Fluchen ist. Deine Mutter! Ich weiß gar nicht. Ich hab deine Let's Plays nicht gesehen, Christian. Tut furchtbar leid. Was? Ich hab grad nicht zugehört, weil ich tippt hab. Ja, ist nicht so wichtig. Was hast du denn gesagt? Ne? Ja, Mann. Nee, nicht deine Mom. Eigentlich wollte ich sagen, dass deine God of War Let's Plays ziemlich awesome sind. Ja, genau. Guck, jetzt hab ich. Na, ich gucke ja keine Let's Plays. Also nicht deine. Guckst du ja keine? Ne, meine eigene. ich höre den Klang meiner Stimme so gerne. Das glaube ich dir sogar. Das ist aber auch eine sexy Stimme. Oh ja. Also ich kann mich auch kaum aufhalten, wenn ich mich selber sprechen höre, mein Video mir direkt an den Nippel zu greifen, den zu streicheln. Okay, jetzt wird's übel. Die Vorstellung. Stell's dir vor. Nein. Und dann für alle, die Scrubs gucken, mit einem Brusthaar. Oh Gott. Aber wer jetzt nicht Scrubs geguckt hat, der kann das leider gerade nicht lachen. Alle anderen werden jetzt bestimmt zumindest ein Schmunzeln auf den Lippen haben, weil die genau wissen, worauf angespielt wurde. Was ist eigentlich mit Peter los? Hat der schon keine Lust mehr? Peter? Ich weiß gar nicht.
Der hat gesagt, weg, ist weg. Der hat gesagt, der ist heute weg. Ja, hat gesagt, ist weg. Tja, aber jetzt haben wir einen neuen Tag. Eigentlich könnten wir den ja mal nerven per Telefon, wa? Soll ich den mal anrufen, fragen, ob der ein paar nette Worte zu euch sagt? Tu das mal. Ich weiß, das ist bestimmt funny. Ja, du findest es funny, Peter aber bestimmt nicht. Tja, das ist Pete's Problem. Ja. Ich muss meinen zukünftigen Mitbewohner ja nicht verärgern. Ja, gut. Rüstmeister der Exoder. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Die ganze Rennerei geht einem so auf die Nüsse, ey. Oh, ja, gut, dass das in WoW ganz anders ist. Bitte was? Ja, genau, das war ganz anders, wie man damals sein schnelles Mount tagelang fahren musste. Ja, ich erinnere mich noch damals dran, an das schnelle Fliegen, wie mich das 5000 Gold gekostet hat. Und damals die 800 Gold schon horrends hoch. Ja, ich auch. Ihr könnt aber wenigstens mit 20 schon was machen. Ja, jetzt? Aber ja. Auch nicht. Warte mal, bei Star Wars, bis da die Leute rumheulen, dann geht das auch schneller. Jetzt musst du 25 sein. So eine Scheiße. Wobei ich fand das nicht das Problem, mit 25 Geld zu haben. Das stimmt. Peter hatte da irgendwie derbe Probleme und Johnny, die musste ich ja bei dir damals Geld leihen. Kenn ich. Aber weil die Sachen bei Star Wars unheimlich teuer geworden sind. Also wenn ich mal gucke, da diese Vermächtnis-Sachen, da kannst du ja so Fähigkeiten oder so einen Quark da freischalten. Die kosten schon so 500.000 Credits. Ja, auf der anderen Seite, wenn du halt so... Stell dir vor, du hättest bei WoW nur die Währung Kupfer. So ist das ja quasi bei denen, weil die keine... Ja, stimmt. Weil die keine Differenzierung haben in Kupfer, Silber und Gold. Das heißt, die fangen eigentlich... Du fängst am Anfang an, da kostet die Sachen nicht nur... Kupfer, Silber und Gold habe ich nie... Oh, Entschuldigung. Oh, ja, Gott. Stimmt. Das heißt, du fängst sofort an zu farmen. Genau. Am Anfang kostet die Sache dann 45 Kupfer und nachher müssen die dann quasi, ja, das ist quasi das Geld, was du jetzt hast, nur halt mit 1, 2, 3, mit 6 Nullen dran. Das stimmt. Ist das nicht eigentlich Bronze, Silber und Gold, habe ich nie gewollt. Ja. Kupfer, Silber und Gold. Oh, jetzt können wir. Ich glaube, Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich alle. Also. Was ist denn das für ein Quatsch? Holle Petri, Mann! Junge? Ich Junge? Guckst du nur Massakansch, dann fick ich dich. Sorry. Ja, New Kids Nitro, der war lustig. Bei New Kids Nitro hatte ich echt mega Spaß, muss ich ja mal sagen. Selten so derbe gelacht im Film. Alter, bin ich irgendwie im Grunde kenne das leider auch zu schreiben. Kenne das leider auch. Ja. Ich frag mich ja immer, ob ich die Sachen vorlesen soll, die ich schreibe, oder ob ich das lieber nicht tue. Was ist das denn für ein geiles Vieh? Gib ihm die Fresse. Gib ihm nochmal. Bam. Das habe ich leider noch nicht rausgefunden. Manchmal fliege ich auch aus Spielen raus und der Rest bleibt. Ganz oft habe ich das dann noch bei Battlefield. Dann went it something wrong. Das ist die geilste Fehlermeldung der Welt. Etwas lief schief. Und bei Windows hat einige geile Fehlermeldungen. Windows ist so gesehen eine Fehlermeldung. Ah, ich finde Windows 7 ist eigentlich ziemlich stabil. Ich weiß, jetzt kommen bestimmt wieder Leute, ah, ich bin uns Linux, das ist viel geiler und oh ne, lieber an Apple und die Sache mit Apple ist also so eine Glaubensfrage. Ich möchte da mal kurz auf mein Facebook-Bild hinweisen, wo Android Apple fix. Android ist best, man. Ja. Soweit ich das weiß, Android hat ein Linux-System, wa? Und iOS ja. Nicht.
Aber vielleicht gibt's auf dem Android ja irgendwann mal eine App, die mir die Lottozahlen voraussagt. Dann kaufe ich mir auch ein iPhone. Ja, gut, dann bestimmt schon. 1K DSL-Leitung hat der, leck mich an den Nüsse, ey, ist das eine arme Sau wie ein Krüppel. Das ist immer noch ein Mädchen. Seitdem gibt ein Kerl, der Anja heißt. Ah ja, auch gut. Ah, lach nicht, Anja. Wow. Oh, geil, ey. 150 GB Festplatte, wobei die AT Radeon 5770, die geht der will zumindest noch. Damit kam WoW. Hey, so einen habe ich auch noch gehabt. War meine Karte vor der hier. Vor der aktuellen. Die reicht doch locker noch für WoW. Für WoW reicht alles. Da wird wahrscheinlich reichen, wenn du beim Zocken kurbelst. Wobei ich muss sagen, dafür, dass da quasi alles reicht, habe ich trotzdem relativ wenig Frames, obwohl ich nicht alles auf hochgestellt habe. Da bin ich echt etwas verwirrt, warum das so ist. Oh, ich muss mich gleich nochmal für ein paar Berufe entscheiden. Ich glaube, ich nehme mal Juwelenschleifen, das habe ich noch nie getan, aber das ist schweineteuer, wa? Alles schweineteuer mittlerweile. Ja, stimmt. Du weißt ja hier, Mutflation, Oh ja. Alles schlimmer gemacht. Ich glaube, ich werde irgendwann mal diesen Bericht veröffentlichen, den ich geschrieben habe. Ah, nicht, wenn ich ihn vorher veröffentliche. Dann hackt man meinen Rechner. Schon geschehen. Jetzt sind die Mutter. Vorher veröffentlichen, meine ich. Ach so, deinen eigenen. Ja, ich habe zumindest eine Seite über Mutflation geschrieben. Der Rest ging über Inflation. Da habe ich geschrieben, dass Mutflation ja ein Phänomen. Ja, ein echtes Problem. Ein Dozent kannte den Begriff aber auch noch nicht. Der war sehr erstaunt. Na, so hat gezeigt. Wobei du. So. Ich glaube, du hast mit Medienwissenschaften aber noch einen Studiengang erreicht, wo dein Dozent dementsprechend offen gegenüber solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, verrückten Thesen ist. Also ich hatte das in der Betriebswirtschaft zu erklären, hatte ich echt Probleme, dass mein Dozent das überhaupt als Arbeit anerkannt hat. Alter, hallo, ich habe eine Hausarbeit über WoW geschrieben. Peter. Nee, das ist auch ziemlich Peter fett. Auch. Ja, Peter hat auch eine geschrieben. Stimmt, Peter. So einen Routenplan hat der gemacht für Dalaran, wa? Nee, ja auch, aber das Geile. Stimmt, das mit den Goblins. Genau, die. Goblins und die Juden als Stereotypen. Ja, Stereotypen war das, genau. Nein, boah, das muss ich euch jetzt mitteilen. Ja, ich bin seit 2 Stunden jetzt am Spielen und das erste Mal, dass ich im Chat jemanden sehe, der was schreibt. Respekt. Was ist jetzt? Hat Kenny sich schon von uns beeinflussen lassen und hat jetzt bemerkt, dass die Server leer sind. Ja, jetzt hat er auch immer weniger Lust, jetzt wird er Zeit aufhören zu zocken. Sonst wäre dir das nie auffallen. Switch. Schreib schon als Zweite. Switch zu WoW rüber. Ja, was sind das für Riesenfische hier, ey? Warte, ich brauch noch ein so ein komisches Scheißding. Gib mich. Bürofisch. Da. Ich werde dann mal drüber schlafen. Dann werde ich mir morgen überlegen, ob ich mir WoW installiere. Gehst du jetzt ins Bett? Nein! Urlaub, Mann! Kenny, wir haben 11:15, ne? Wie lange hast du denn noch Urlaub? Die ganze Woche jetzt? Bis zum 7. Mai. What? Das sind ja noch 2 Wochen. Ja, ich hab 3 Wochen insgesamt. Was machst du denn in der Zeit? Fährst du in Urlaub? Gammeln am Strand. Bullen an. ich mach gar nichts. Fahr in Urlaub. Doch, für mich schon. Nee, doch für mich schon. Im Juli hab ich auch endlich wieder Urlaub. Ich hätte Hammer. Eigentlich mal vor, irgendwas mit euch zu machen. Ja, gerne. Wie doch WoW. Genau, ja, ey. Ach, der war einfach eine zu gute Stellvorlage. Am Sack. Ja, fährst mit uns nach Renesse. Wann? Weiß noch nicht, müssen wir Johnny mal fragen, wann die Hütte frei ist. Das startet bei. Ja. Urlaub passieren. Ja, dann wird's wahrscheinlich nichts. Bist du? Ich kann ja schlecht danach schon wieder Urlaub nehmen. Klar kannst du das. Hi Mikey, ich komme einen Tag arbeiten, dann nehme ich wieder 3 Wochen. Tschüss. Ach Kacke, ey. Ich muss doch da runter. Was sollte man als voll der Leck gerade. Johnny hat das ja auch manchmal.